Willkommen beim Struwwelpeter Crowdfunding Video. Struwwelpeter Kurzfilm, unsere gute Nachtgeschichte für euch. Es wird unser Diplom-Endprojekt am SAE-Institut Wien. Mein Name ist Kai Laber und ich bin in der Produktion tätig. Der Struwwelpeter wurde 1845 geschrieben von einem deutschen Arzt, Heinrich Hoffmann, und war damals ausgelegt eigentlich als Anleitung zur Erziehung von Kindern, vor allem also mit speziellem Augenmerk auf die Bestrafung von Kindern. Seit dem Erscheinen 1845 wurde der Struwwelpeter hunderte Male parodiert, kopiert, zitiert. Er ist Grundlage für unzählige Comics, weltweit Cartoons. Es gab auch irgendwann mal eine Verfilmung, allerdings auch wieder auf das Publikum Kinder ausgelegt. Und unsere Idee war eigentlich einfach, das Ganze dünkler und blutiger und eigentlich so brutal darzustellen, wie auch wirklich geschrieben ist. Wir haben eine wundervolle Location, und zwar drehen wir in Bruck an der Leiter in Niederösterreich, in meiner alten Heimat, und da hat sich der Kulturverein Die Erbse bereit erklärt, uns mal wieder, großes Dankeschön, die Location zur Verfügung zu stellen, eine alte Erbsenschälfabrik, in der wir einfach genug Platz haben, unsere Settings aufzubauen und die nötigen Lichtstimmungen aufzubauen und einfach ein tolles Set zu bauen, in dem wir unsere Charaktere dann leben, lachen und sterben lassen können. Die Crew ist top. Es hat sich wirklich die Elite des SAE-Instituts bei uns versammelt, und da sind wir auch sehr froh, weil teils einfach wirklich schon jahrelang bewährte Leute dabei sind. Ja. Wir haben top Lichttechniker, wir haben ein unglaublich gutes Team an der Kamera, dem ich auch sehr, sehr vertraue. Wir haben hoch engagierte Leute für Kostüm, für die Ausstattung, für die Maske, genug Assistenten, ein wunderbar freundliches und teils sogar familiäres Umfeld vor Ort, in dem wir arbeiten können. Obwohl die Crew, die Cast und die Grundvoraussetzungen toll sind, ja, kann man so ein Projekt leider nicht von Luft und Liebe finanzieren. Ja. Man braucht Geld für den Transport von den Leuten, Transport von Equipment, teils Equipment, Leihen. Wir brauchen Geld für Catering, Ernährung, Gasflaschen, um diese alte Fabrikshalle zu heizen im Winter. Es sammelt sich einfach an, und als Studenten verfügt man leider selten über die Mittel, das aus eigener Tasche zu bezahlen. Deswegen wenden wir uns an euch, die Allgemeinheit. Bitte unterstützt uns, bitte unterstützt dieses Herzensprojekt und helft uns einfach, einen tollen Film zu machen. Ich heiße Alex Katikaridis und ich darf bei diesem Projekt die Regie übernehmen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, es ist ein absolutes Herzensprojekt. Es gab es so auch, glaube ich, noch nie inszeniert. Wir haben da eine ganz eigene Vorstellung, alles ein bisschen düsterer, ein bisschen creepiger, ein bisschen Tim Burton-mäßig vielleicht. Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei diesem Projekt Regie führen zu dürfen. Wir haben einen tollen Cast, absolute Top-Leute, wir haben mit vielen von ihnen schon gearbeitet. Und ich bin sicher, es wird ein absolut Top-Projekt, wenn ihr uns dabei ein bisschen helfen könnt. Also mein Name ist Georg Goldewetter, ich bin Leiter des Visual Effects Departments. Also hauptsächlich werden wir bei diesem Projekt 2D-Animationen verwenden, sprich wir werden davor eben Illustrationen vormalen, die dann animieren. Besonders eben bei Szenen, die eben schwer darzustellen sind, rein filmisch. Dazu habe ich eben auch ein eigenes Team von erfahrenen Leuten, die sich selber spezialisiert haben, eben besonders im Visual Effects Bereich. Und bin mir sicher, dass wir auch da ein tolles Endergebnis erreichen können, und freuen uns auf eure Unterstützung. Hallo, mein Name ist Lauren Glocker und ich bin DOP bei diesem Projekt. Zusammen mit meinen zwei Assistenten werde ich die Visualisierung unserer Ideen umsetzen. Das Ganze machen wir mit einer RED, das ist eine High-End-Cinema-Kamera, mit denen schon viele Kinofilme gedreht wurden. Wir brauchen natürlich gutes Equipment, um einen guten Film
oder einen gut qualitativen Film herauszubringen. Und deswegen würden wir euch sehr bitten, uns ein bisschen zu unterstützen. Natürlich soll eure Unterstützung bei diesem Projekt nicht unbelohnt bleiben. Deswegen haben wir uns verschiedene Pakete überlegt, mit denen wir euch, den tollen Mitfinanziers und Sponsoren, unseren Dank zeigen wollen.